Die grillen, sie zirpen und wir slirpen. Slirpen ist das neue Wort für Müll sammeln und die Liebe zum Recycling. Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Simulator von, warte, ich muss überlegen, welchen spielen wir denn gerade überhaupt? Recycling Center, so. Aber ich muss im Kopf ein bisschen umswitchen, ich spiele so viele Simulatoren, das ist ja Wahnsinn. Leute, Simulator-Spaß geht natürlich weiter. Ich bedanke mich bei allen Menschen fürs Supporten, Unterstützen, ganz viel Liebe. Seuchenstatus ist noch so, ja, sagen wir mal so 70% Seuche ungefähr, würde ich jetzt einfach sagen. Ne? Meistens ist ja, man sagt ja so, die alten Leute sagen immer, kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Ne? So ab in meinem Alter ist es dann, kommt 3 Wochen, bleibt 3 Wochen, geht 3 Wochen. Und da sind wir jetzt schon wieder, wir sind auf dem aufsteigenden Ast, ne? Oder irgendwie so, keine Ahnung. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen rekapitulieren und überlegen, wo ich denn hier stehen geblieben bin überhaupt. Wir haben gar keine Aufträge mehr, was so Verträge angeht und so. Schauen wir mal, Pineapple Paper hier, Pineapple Pen. 4 Tage, da handeln wir mal noch ein bisschen raus und gucken mal, ob wir da, ja, 450, wir haben ja ultramäßiges Handlungsgeschick, da sollten wir doch irgendwie was kriegen. 400. Komm, Junge, 400, hau raus jetzt. Hau raus, jawoll, so. Einverstanden, 400, machen wir ein Angebot, ganz klar. Plastik, Plaste, 2 Tage übrig für 48. Aber guck mal, der zahlt für 6 Stück mehr. Da machen wir, da gucken wir mal, ob wir da, weiß ich nicht, 580 rauskriegen, so ungefähr. Das wäre schon ganz geil, wenn er sagt, 430, nee, komm, dann 500, 530, komm, 100 da oben drauf. Für 530, komm, ich muss auch was verdienen, ne? Was? 500, komm. Mach jetzt keinen miesen, Junge. Was, ey, Junge? Der will mich doch, was ist mit ihm? Ich will... 94, komm, letzter Preis. Was, letzter Preis? 94, komm. Boah, ich muss ganz frech eben was trinken, ey, sonst komme ich nicht auf mein Leben klar. Ja, Angebot, machen wir. So, Holzkiste, kann ich, aber habe ich nicht. Glasstaub, machen wir ein Angebot, 420, komm. 420, dann bestimmt Blazer da rein mit dem Preis, komm. Immer ein bisschen raushandeln. Ja, siehst du, wunderbar. 3 Tage. Guck mal, Plastik. Ach, Plastik kann ich direkt verticken. Ah, mehr tragen +2. Plus ein Müllsammler. Und noch ein Lagerroboter. Es wird geil. Gucken, was gibt's denn hier noch? 42. Versuchen wir auch nochmal für 400 was rauszuhandeln. Dann sind wir rund auf einer runden, schönen Summe. Wunderbar, 400, machen wir ein Angebot. Sehr schön. So, haben wir Glas, haben wir drin, ne? Plastik, Glasstaub, Papier, Metal Mines. Ah gut, wir haben ja auch hier jetzt noch so, guck mal, der nimmt zum Beispiel auch Sägemehl. Nehmen wir 630. Es ist natürlich immer ein bisschen Verhandlung auch mit drin, ne? Muss man halt nur mal machen, gehört dazu. Das Abkommen für 630 bestätigen. Das können wir nämlich direkt durchliefern. Wunderbar. Sehr schön. Metall haben wir jetzt noch gar nichts drin. Gepresstes Metall. Wir nehmen das höchste fürs meiste Geld. 2 Tage übrig. Sollte gehen. Kriegen wir schon irgendwie zu rammen. 430. Ja, zufriedenstellen. Wollte ich das sagen. So. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen was. Dann Schrotthandlung. Gucken wir morgen früh rein. Wir haben jetzt hier das Zeug. Ne? Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir richtig gute Tagesbilanz. Wer brummt, ey? Der alte Hahn auf dem Schrottplatz, der ruft laut in die Welt hinaus. So, Schrotthändler. Gucken wir mal hier. Da haben wir gut Holz oder was? Schnäppchen. Ich sag 80.
Jetzt lassen sie handeln. Letztes Mal, wo ich 80 brauchte, ne? Was? 100 glatt, Kollege. Alles klar. 100 glatt, nehmen wir mit. 114. Ich fange immer bei 80 an. Ach, guck mal, das gepresste Metall ist auch schon da. 85. So, guck mal hier, Plastemetz. Hier ist gute Müllqualität, Schnäppchen. 120. Sollte gehen, oder? MacGyver. Ja, MacGyver ist geiler. So, Entschuldigung, das ist nicht unbedingt sehr nett. Aber mein Gehirn arbeitet so, ne? Ich höre das, reime das und dann passiert das plötzlich in meinem Kopf. So, gehen wir jetzt erstmal zurück. Oh, warte mal, gucken, ob wir einen Level 3 Müllsammler finden, laden. Ah, warte mal, vielleicht können wir uns hier ja auch schon, wir haben jetzt 3000, eine Schmelzmaschine für Plastik. Oder eine Pressmaschine Papier. Ist dann Stufe 2 sozusagen. Upgrades, der größte Müllsack. Den will ich auf jeden Fall haben. Das ist cool. Das mag ich. Jetzt ist nur die Frage, gehen wir jetzt direkt rein mit unserem Geld? Ich muss ja auch noch meine Zinsen abbezahlen bei der Bank, ne? Genommen. 1000 Gesamtzahlung, Zahlungsplan 4 Tage. Kann ich das nicht frühzeitig zurückzahlen? Nee, kann ich nicht. Okay. Fabrik. Da hätten wir noch einen Parkplatz für LKWs. Personal Müllsammler. Trent Perry. Junge Perry, was ist los? Nee, ich will 3 Sterne. Solange, sonst sammle ich den Müll halt selbst. Das ist, dann sammle ich selbst. Dann gehen wir selbst sammeln. Gucken, ob wir das überhaupt alles hier in den LKW reinkriegen. Boah, 20 Kilo Müllsack, geil. Geil. Müll sortieren selbst müssen wir ja nicht mehr zwingend. Aber dadurch, dass wir jetzt wesentlich größere Müllsäcke haben, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Platz im Auto. Weil wir ja pro Sack, ich sag mal, sind so, ne? Pro Sackpack. Das ist wieder so eine Schublade, die ich wieder im Normalfall nicht finde. Gucken, blinkt hier irgendwas? Ah, guck mal, das ist die alte Gitarre von John Lennon. Ist auch nichts mehr wert. Früher waren Sammlerstücke noch was wert. Heutzutage. Hier eine alte Les Paul. Ah, oh, was haben wir denn hier? Zack. Boah, guck mal, die Dollar. Die Dollars. Her mit den Dollars, Leute. So. Da gehen die Dollars. Oder da kommen die Dollars in unserem Fall. Hier nochmal aufknacken. Oh, Leute, ey, das ist ja qualitativ hochwertige Gegenden hier. So, zu früh losgelassen. Was? Ey, ist heutzutage... Was ist... Also wirklich, muss man jetzt auch noch arbeiten, um Goldbarren zu kriegen. Müllsack ist voll. Aber guck mal, das ist ein Baggy, ne? 20 Kilo. Ist schon gut. Und hier liegt er noch rum, der alte Stumpen. Oh, ey, das sind gute Gegenden hier für Müllsammler, sage ich euch. Jetzt rollt da mein Puste...
Balken da wieder irgendwie weg. Employees. Laddis. Laddis must wuschans. Laddis. Ach, Leute, das ist, ich weiß nicht, warum mein Humor so kaputt gegangen ist über die letzten Jahre, ne, aber er ist broken, das kann man sagen. So, siehste. Place number one. Dann weiter sammeln, nicht verrammeln. Alle Kinder spielen heute mit. Wir machen den Wagen voll, das wird super toll. Boah, was liegt denn hier alles rum? Der Erlenmeyer Kolben, der hat mir geholfen beim Mischen chemikalischer Bestandteile in meiner Garage. Eine Garage habe ich zum Glück nicht, sondern nur ein Carport. Und auf den ist leider viel zu gute Sicht vor Ort. So, es ist nicht immer leicht zu reimen. Ladis. Musst waschen's. Oh Mann. Ladis. Boah, was sind hier für dicke Brocken? Sind ja nur Brocken. Nur Brocken. Der alte Brockmeier. Der Brockhaus. So. Müllsacko. Glas schon alles aufgesammelt. Hier ist noch eine Dose. Altes Beinchen hier. Stuhlingers Stuhlbein. Weiß nie, ob es am Stuhl ist oder nicht. Schrödingers Bein. Zu nah an einer Wand. Laddis. So. Haben wir hier irgendwo noch... Nee, es sieht ganz gut aus. Es fehlt noch Papier irgendwo. Ja, ah, da habe ich es schon gesehen, da war es. Mist, jetzt habe ich natürlich einen Müllsack zu viel. Kann es mal nicht abschätzen, weil das irgendwie nicht so ganz passt, ne? Mit dem... Na, guck mal, 2,3 Kilo Papier. Da müsste 2,5... Ah, ist doch. Passt sogar. Hm. Dann passe ich wieder nicht in die Norm. So, fahren wir einmal um den Block. Ist derselbe Laden, aber auch pleite gegangen. Na, wir werden noch Orte freispielen. Und wir werden Müll sammeln. Ich werde ein Großindustrieller... Presser von Papier, Paketen und Zeug. Employee, hallo. Das ist schon geiler, ey. Kannst hier so einen ganzen Raum leer pflücken. Das ist schon cool. So. Also nach drei Orten ist aber dann auch der Karren voll langsam, ne? Also dann musst du schon anfangen, ein bisschen den Stapel zu sortieren hier. Und dann würde ich voll gerne mal gucken gleich, wie wir denn da unser Ding leerräumen oder ob das irgendwann voll ist und dann eine Kiste davor steht oder ob wir da einen Müllsammler brauchen.
steht so viel Kleinzeugs dann immer in den Ecken, wo du dann gerne auch mal dran vorbeirennst, ne? Wow. Da steht ja einige. Oh Gott, kriegen wir den Wagen noch? Ich meine, okay, das landet alles im Sack. Das geht dann schon, ne? Daily Milk hier. Na, Daily würde ich es nicht unbedingt trinken, aber ab und zu gönne ich mir auch mal eine Milch. Einfach so. Früher noch viel mehr. Früher habe ich echt viel Milch gesoffen. Aber weil ich auch irgendwie nichts anderes an Nahrungsmitteln zu mir genommen habe, ne? Da war ich irgendwie 3 Tage wach auf Party, dann ist der Magen eh, ne? So ein bisschen, naja, Magensäure ist es nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt fehlt wieder Holz und Glas. Holz und Glas. Wieder hier irgendwas in den Fächern liegen lassen, unten oben. Gerade so die Ränder über. Hat da was geblinkt? Da hat was geblinkt. Warte, das macht noch blinken. Ah, guck mal hier. Das sieht nach Holz aus. Und das sieht irgendwie schon fast nach Glas aus. Jetzt habe ich einen Sack mehr wieder. Vor allem so einen blöden Becher. Oh nein, es wäre noch mehr dort gewesen. Jetzt habe ich einen Sack Glas für 2 Sack Glas. Ah, okay, doch nur eine Vase, okay. Glück gehabt. Hätte ja sein können. Laddies. So. Helft ihr mal ein bisschen? Gut, gute Hilfe bin ich. Mhm. Drei Sterne Personal brauche ich, Leute, sonst den Rest brauchen wir nicht. Nur 3 Sterne Personal ist gutes Personal. Ich habe hier, das ist, ne, ich habe hier einen Ruf zu verlieren auch. Das ist einfach. Ich werfe ihm da so ein fettes Zahnrad an den Kopf. Arbeiterknecht! Oh, siehste. Dann einmal sortieren. Oh, es ist erst Mittag, ne? Also wir könnten noch. Ich würde jetzt nur gerne mal kurz Plastik Recycling Box. Kann ich mit der Plastik Recycling Box jetzt hier hingehen, werfen, platzieren? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo das landet. Die hat er jetzt was reingeworfen, aber landet das dann automatisch hier im. Wüsste ich gerne, ob das so ist und wo es hinkommt, aber okay. Erstmal sammeln die das. Wenn es irgendwann voll ist, wird ja einer was sagen. Können wir erstmal wieder produzieren, noch mehr Geld verdienen. Unseren Kredit haben wir schon locker wieder reinfinanziert mit unseren guten Touren hier. Aber der Tag vergeht, ne? Und dann zack. So. Schauen
Schauen wir mal, was haben wir denn hier? 26. Noch haben wir ja nichts, was wir weiterverarbeiten wollen. Deswegen. Erstmal starten. Noch verkaufen wir nur roh, ne? Noch verkaufen wir nur Rohmaterial sozusagen. Dann läuft das auch schon mal. Dann können wir... Hat sich hier was geändert? Nee. Marktplatzverträge laden. 2,6. Nee, wir verkaufen jetzt erstmal roh noch und morgen gucke ich dann nach Schmelzkram. Beziehungsweise, ja, Ausrüstungen haben wir eh nicht mehr viel. Upgrades, da müssen wir jetzt eh Ruflevel und dann können wir eh, müssen wir wahrscheinlich irgendwelche Einzelschritte machen, um uns da noch zu verbessern. Fabrik, da können wir die Grenzen größer machen. 2,3, Parkplatz, LKW-Flotte habe ich eh noch nicht. Ne, also könnten natürlich jetzt die Fabrikgrenzen ein bisschen ausweiten noch. Was jetzt gerade, weiß ich nicht, ob das was bringt, weil der Maschinenbereich wird da aber, achso. Erweitere den Maschinenbereich um die Produktionskapazität. Aber das geht nicht. Wahrscheinlich muss ich dann erst hier Stufe 2 machen. Okay, verstehe. Um die anderen dann machen wir. Ein guter Ruf ist uns gewiss. So, jetzt haben wir die Grenzen erhöht. Das heißt, wir können dann wahrscheinlich auch ein bisschen vergrößern noch. Hier, kommt hier noch irgendwas hin oder warum ist hier so viel Platz? Weiß man nicht. 24. Markieren. War hier, ja. Dann erstmal hier auf 30 füllen und markieren. Was? Verbindung trennen auch bitte. Dann hier auch markieren. Und Glasstaub ein bisschen absortieren hier. Die Palette kriege ich immer noch nicht voll hier. Ist die Palette voll? Ne, da fehlt noch ein Klotz. Dann markieren. So. Wie er saust, hä? Robby the Roboter, Roboter the Roboter, Robby the Roboter, Roboter tata. So, dann hier noch eine Palette. Ich mag das. Ich mag Robby den Roboter. Das nimmt schon mal so viel Arbeit weg. Dieses ständige Rumfahren am Anfang, das war echt nervig. So. Bist du schon markiert? Ne, die ist auch noch nicht voll, aber 36 Glasstaub. Ach komm. Fahr mal ins Lager, dann können wir es verticken. So, siehst du, das geht gut auf hier. Also auch nochmal markieren. So, siehste. Dann können wir schon mal ein paar Verträge durchjagen hier. Was haben wir denn? Papier haben wir einen durch. 400, Barkralle. Plastik haben wir durch. 400, Barkralle. Oh, neuer Bereich. Ein Assistent. Wozu ist denn ein Assistent? Auch nochmal eine Lieferung raushauen. So, jetzt sind wir vertragstechnisch erstmal durch. Personalassistenten.
Tägliche Anrufe 3. Also nimmt der Verkauf der Sachen oder? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, bei Verträge bin ich mir jetzt noch nicht sicher, obwohl wir doch noch einen Tag machen müssen, dann mit normalem Zeug wahrscheinlich. Schauen wir mal einfach. Ah, ich hätte ja noch voll viel machen können, aber nee, egal. Egal, nächster Tag, Löhne, Sortierarbeiter, guck die Löhne, du, die Löhne, ich klöne. Wieso sonstiges? Kredite müssen aber jetzt dann langsam auch abbezahlt sein. Kredite müssten auch langsam abbezahlt sein. Ich wollte jetzt den nächsten Tag machen, oh, weil ich eigentlich nach Personal gucken wollte. Müllsammler. Komm, ich stelle jetzt mal einen ein. So. Do Gathering, okay. Ah. Okay, pass auf. Der hat ja hier... Wie viel gehabt? Keine Ahnung. Wir gucken erstmal. Schrotthandlung. Letzter Tag. Geschätztes Abfall 37 Kilo. Schnäppchen. Komm, ist knapp. Sie will es ja unbedingt loswerden. Also gehen wir mal 70 ein. Alles klar. Oh, hier, das sieht gut aus. 2 Sterne, 160. Was hat der? 65 Kilo. Hier, guck mal, Schnäppchen. Alex Gray. Geben wir mal 100 ein. Mal gucken, ob er damit zufrieden ist. Haben auch schon ein paar hundert Dollar gespart, auf jeden Fall. 53 Kilo. Gehen wir auch mal 100 ein. Gucken. Ich schätze mal aber, dass wir da eher bei... Was? Er geht 1 Dollar runter, willst du mich verarschen? Komm, 120, dann heul aber nicht rum. So. Schicke ich jetzt einen Fahrer. Der Benjamin. Kapazität 55 Kilo. Sammeln gehen. Dann geh du mal dahin. Gucken wir mal. Okay, ich kann es auch nicht mehr auswählen. Das heißt, wir gehen erst hier zu der zum kleinen Auftrag. Ja quasi knapp über einen Müllsack nur. Es ist ja... Ich habe ja schon 20 Kilo Müllbeutel. Ist ja nichts. Ist ja nichts. Ah, aber wenn wir jetzt die Leute schicken, haben wir natürlich keine Chance auf Goldbarren und sowas, ne? Da müssten wir dann... Ja, aber gut, das ist jetzt auch nicht die Welt. Wir verdienen dafür viel mehr, weil wir theoretisch ja viel mehr Aufträge durchkriegen. Also... Ist dann zwar mehr Arbeit, aber man kann halt, man muss halt mehr arbeiten, um mehr zu verdienen. So ist es nun mal. Ne? Die paar Prozent der Menschen, die diese Ausnahme haben und das nicht tun müssen, bei denen die Rechnung anders funktioniert, die können wir halt leider, können wir uns da nicht drauf ausruhen und sagen, ja, warum aber die? Oder ich, ne, warum? Wer hat das, warum haben die das verdient? Das sind doch keine netten Leute. Ich bin doch viel netter, ja, ne? Am Ende des Tages hilft es dir wenig, über das Glück oder das Leid anderer zu klagen, musst dein eigenes Schicksal schon so ein bisschen mit in die Hand nehmen, ne? Kannst das Glück halt nicht einfordern, so. Das Glück ist nichts, was verpflichtend für jeden da ist, sondern Glück ist halt einfach Glück, ne? Und ich kann so viel über das Glück anderer schimpfen, das macht aber mein Elend nicht besser, ne? Ey, wieso?
Easy. Easy. Hochkonzentriert, aber easy. Hä? Tut sich gar nichts? Jetzt liegt hier wieder irgendwo so ein Popelfetzen rum. Das nervt. Irgendwo. Er könnte überall sein. Ah, hier könnte aber auch hier sein. Nein, ist er nicht. Warum ist er nicht hier? Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich dachte, ich hätte jetzt was gefunden. Und wäre jetzt allen einen Schritt voraus. Aber nein. Ist nicht so, wie es zu sein scheint. Komme ich nicht dahinter? Da, 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 da. Da, da, da. Doch noch was gefunden, hä? So. Oh, Leute, ey. Ah, Leute, wisst ihr was? Komm, obwohl, Überlänge. Ihr liebt das Projekt, ich liebe das Projekt, also machen wir heute eine Überlange. Machen wir eine Überlange, was kostet schon die Welt? Es gibt so Tage, da gibt's Tage, so, So, guck es dir an. Das ist ja, also die Karte ist ein bisschen verwirrend. Und sehr, sehr groß, ne? Oder bin ich durcheinander? Ist ja wirklich sehr groß. Kann ja sein, dass ich verwirrt bin und meine Welt an sich relativ klein von Natur aus ist, aber das ist wirklich viel. Hier auf dem Dach ist gar nichts. So. Geh mal runter. Wir werfen ein paar Sachen so da hinten Richtung. Hier unten liegt noch. Oh. Warum liegt hier unten so viel rum? Kennt jemand den Spruch pünktlich wie die Maurer? Warum sagt man pünktlich wie die Maurer? Also bei uns sagt man das so, ne? Pünktlich wie die Maurer. Also sind die Maurer, sind die immer pünktlich oder müssen die pünktlich sein und sind es immer nicht und deswegen sagt man das so? Ne? So dieses Jahr, ne, pünktlich wie die Maurer, weil Maurer kommen halt immer zu spät. Und das, du bist zu spät. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht weiß das jemand, wie sich das so entwickelt hat. Und warum. Es gibt ja auch viele, die kommen vom Bau. Ich habe jetzt mit Bau so lange schon nichts mehr zu tun. Es war eher so ein Jugendding, ne, weil Onkel Dachdecker, eigene Firma, bla und so. Deswegen
Da so ein bisschen nebenbei mal vielleicht, ne, aber... Oder halt mal auch so ein bisschen das hinter verschlossenen Türen Geschäftliche mitgekriegt, so, aber jetzt nichts, wo man, ne, dass ich sagen könnte, yo, ne. Und mein Schwager ist auch, sind alles, ne, habe ich ja schon mal gesagt, so, ich bin so Handwerker, Bau ist bei uns eigentlich so ein Familiending. Ich bin als Kreativschaffender, ne, ich meine, gut, ich war ja Luftfahrt, Flugzeugbau, Zerspannungsmechaniker, bla, ne, so. Also ich war Industrie. Boah, das ist natürlich jetzt eine miese Karte, ne? Also wirklich miese. Oben können wir sagen, ist nichts mehr. Bisschen Glas noch gefunden hier. Mal hier durch. Aha. Da. Also ganz oben habe ich nichts mehr gesehen. Und hier glaube ich jetzt auch durch zu sein, aber hier ist noch Zeug. Das könnte natürlich der Quell. Es fehlt immer noch ein bisschen Glas eigentlich. Ist ärgerlich, aber... Ich meine, wir sind jetzt oben auch relativ gut durchgegangen. Hier noch, wie dieser Aschenbecher vorhin, das war einfach nur Zufall. Normalerweise renne ich an sowas 18 Mal vorbei, ohne es zu sehen. Selbst wenn ich genau drauf gucke, es ist halt... Viele Leute können das nicht nachvollziehen, wenn du hier sitzt. Es ist halt eine andere Situation so und du hast nicht immer alles im Blick. Manchmal, du steht mitten im Bild, drücke X und du denkst dir, hä? Und guckst auf deine Tastatur oder weiß ich nicht. Naja, komm, ey, das ist jetzt ein bisschen viel. Das ist jetzt ein bisschen viel für die Überlänge. Wo ist denn der Typ? Ist der noch nicht wieder da mit dem Müll? Naja, gut. Ich schau mal, ob der wiederkommt und mache jetzt auch erstmal hier so ein kleines Chefpäuschen und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis dann, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.